Wir waren also jahrelang, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, in den Praxislaboren direkt beim Zahnarzt beschäftigt. Für meinen Partner und mich, den Herrn Kruse, ist es normal, am Patienten zu arbeiten, zu beraten. Und für uns ist es auch Routine geworden, sich direkt in die Lage des Patienten zu versetzen. Unsere Firma ist in erster Linie darauf ausgerichtet, dass es auch in Zukunft noch Leute gibt, die Zahntechnik so machen, wie wir es gelernt haben und darüber hinaus die Fähigkeit besitzen, miteinander komplexe Fälle zu lösen. Uns unterscheidet ganz besonders das konzeptionelle Vorgehen bei umfangreichen Restaurationen für den Patienten. Und bei diesen Restaurationen, wo der Oberkiefer und der Unterkiefer komplett gemacht werden müssen, bedarf es einer zeitlichen Abfolge, die ganz entscheidend ist für den Patienten und für den Zahnarzt. Jeder Zahn ist individuell für diesen Mund und nur für diesen Mund gemacht. Die Zähne, die man anders herstellt, über eine Computertechnik, da kann man einen gewissen Standard erreichen. Aber diese hohe Individualität, gerade im ästhetischen Bereich, die wird ein Computer niemals erfüllen können. Der Herr Kruse ist für mich ein jahrzehntelanger Weggefährte. Er ist spezialisiert für Funktion und hat all diese Fortbildung, diese Ausbildung, die man braucht. Besonders stolz macht mich, dass wir hier Menschen gefunden haben, die Spaß an dem haben, was wir hier machen. Dass es wirklich darum geht, schöne Zähne zu machen oder den Patienten auch bei ganz schwierigen Situationen wirklich helfen zu wollen. Ich finde es sehr angenehm, dass es ein sehr familiäres Verhältnis ist, was man zu seinen Arbeitskollegen hat. Zu der optimalen Betreuung für den Patienten gehört für uns nicht nur, dass wir direkt vor Ort sind, sondern dass auch Patienten zu uns ins Labor kommen können. Und das wird immer mehr auch von den Kunden in Anspruch genommen. Wir haben hier einen kleinen Zahnarztstuhl, wo der Patient sitzen kann bei gutem Licht und suchen dann auch schon mal vor Ort die Zahnfarbe aus. Viele Arbeiten, die wir gemacht haben, sind 25, 30 Jahre schon im Mund. Die dürfen wir immer noch nicht neu machen, weil die zu gut gearbeitet waren. Das findet halt auf einer Ebene statt, die wir nicht als was Besonderes ansehen, sondern das gehört einfach zu jeder Arbeit für jeden Kunden dazu. Mit einer Handarbeit kann ich Sachen herstellen, die der Computer nicht erfassen kann. Ich habe die Hoffnung, dass die Zahntechnik eben beim Menschen bleibt und nicht in die Industrie geht. Es ist schon oft so, dass ein Kunde anruft und sagt, ein Patient sitzt jetzt gerade auf dem Stuhl, er braucht dringend einen Kostenvoranschlag. Oft kommen dann Kostenvoranschläge auch mal innerhalb kürzester Zeit zum Kunden. Der Herr Kressenbuch ist ein Phänomen, weil er Schweizer ist. Und diese Präzision, die kann er hier auch leben. Das ist mein Traumberuf und ich bin stolz, dass ich diesen Beruf machen darf. Und er hat eine ganz große Vorbildung, dass das sein Opa schon Zahnarzt war, sein Vater Zahntechniker ist, sein Bruder Zahntechniker ist. Das ist natürlich was, wo in der Familie Zahntechnik schon gelebt wurde. Und es macht einfach Spaß. Ich glaube, dass Berufung für mich das richtige Wort ist. Und ich würde mir wünschen, dass viele, die damit zu tun haben, das auch mehr als Berufung sehen, als einfach nur als Job. Man muss es schon wirklich gerne machen.